Hallo, meine Lieben. Heute habe ich Suberek. Und zwar ist das eine türkische Speise mit ganz viel Feta drin und Petersilie. Sehr, sehr köstlich. Wir lieben das über alles. Und heute ganz schnell und einfache Variante mit fertigem Teig. Den Weichkäse zerbröseln. Und jetzt gebe ich dazu ganz viel Petersilie. Also der Bund ist normalerweise sehr groß, einen halben Bund dazu und gut verrühren. In einem Topf oder in einer kleinen Pfanne erwärme ich erstmal die Butter bei ganz schwacher Hitze. Sobald die Butter aufgetaut ist, gebe ich dazu Milch, gut verrühren und auch das ist schon wieder fertig. Entweder pinselt man das tiefe, große Backblech mit unserem Butter und Milch ein, oder man nimmt Backpapier. Finde ich persönlich besser. So, und wir haben hier Jufka-Teigblätter. Schaut mal, da ist Jufka drauf gemalt. Quatsch, Suberek drauf gemalt. Das brauchen wir. So sieht es aus. Und die sind meistens rund geschnitten. Ja, so wie hier auch. Ich schneide es mir immer zurecht. So, so finde ich es dann einfacher und ungefähr hier. Hier den unteren Boden auch. Okay, jetzt geht's los. Die kleinen Teile lege ich mir zur Seite. Aufs Backblech gebe ich schon mal von unserem Milchöl, Milchbutter. Und nun geht's los. Zusammenlegen. So. Und immer auf den Teig kommt unser Öl, Quatsch, Butter, Buttermilch drauf. Bepinseln, dass es ja auch schön überall dran ist. Ist auch eigentlich ganz einfach und so schnell. Ich meine, man kann den Teig auch selber machen, da hat man natürlich viel mehr Arbeit. So, eine Runde. Etwas von unserem Weichkäse drauf und dann geht es gleich weiter. Alles aufgebraucht ist. Macht so Spaß, ehrlich gesagt. Vor allem das Ergebnis, das ist der Hammer. Fertig ist es. Auf die letzte Schicht geben wir keinen Käse mehr, aber wir brauchen von der Butter- und Milchmischung noch drauf. Das muss ordentlich von oben noch mal nass sein. Oben mache ich noch Sesam drauf. Der Backofen ist vorgeheizt. Jetzt geht's in den Backofen. Oh, es duftet hier im ganzen Haus nach Suberek. Freunde, probiert es unbedingt aus. Ist wirklich super einfach, ganz schnell und übersichtlich. Lecker, man kann sich echt nicht losreißen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, werde ich mich über eure Likes und Kommentare sehr freuen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Eure Xenia.